Das Saiyajin-Blut kocht in diesem Wahnsinns-Let's Play. Entschuldigt. Herzlich willkommen zurück bei Budokai Tenkaichi 2. Ja, Leute, drei Saiyajin stehen noch vor uns. Vegeta hat uns beim letzten Mal ganz schön platt gemacht. Wir haben ihn gerade so besiegt. Und ich bin mal gespannt, ob uns jetzt eventuell ziemlich harte Kämpfe erwarten. Super Saiyajin 3 Son Goku erwartet uns. Der dreifache Super Saiyajin, der dreifache Super Yamchu hier im Ladebildschirm, hallo Yamchu, ist natürlich auch sehr schön, aber nicht so toll wie der dreifache Super Saiyajin Son Goku, der eine Bananenstaude auf dem Kopf hat, eine riesengroße. Ja, das Item hat er bei Mario Kart bekommen, die Bananenstaude, wir erinnern uns daran. Und seitdem trägt er das auf dem Kopf als dreifacher Super Saiyajin. Das ist einfach sein Markenzeichen. Aber wir wollen ihn fertig machen. Bananenstaude hin oder her. Gegen diesen Wahnsinnstypen wollen wir natürlich auch gewinnen. Und alles in den Schatten stellen, was er jemals erreicht hat. So. So wird das nix. Ich sag doch, so wird das nix. Alter, der macht immer dasselbe. Aber ich auch. Ich mache auch immer dasselbe. Egal, komm. Chocolate Beam. Eine Bananenstaude. Bananenschokolade, genau. Richtig, ja. Bananenstaude auf dem Kopf, jetzt so ein bisschen mit Schokolade überzogen. Das hat natürlich was. Boah, Alter, was für ein 12.000 mit so einer einfachen Schlagkombination. Das ist schon echt krass. Und ich habe mich für einen nicht aufgelevelten Charakter entschieden. Und da kriege ich jetzt ordentlich die Quittung für. So, höchste Zeit, den Jatz hier mal ordentlich abgehen zu lassen. Und ja, es hat getroffen. Haha. Oh. Boah, Alter. Das gibt's nicht. Und trotzdem liege ich jetzt wieder hinten, trotz dieses Treffers, weil er seine dämliche Schlagkombination macht. Dass er sie jetzt zweimal hintereinander so anbringen kann, ist natürlich echt bitter. Aber was soll's? Kann man nichts machen. Wir haben ihn trotzdem besiegt. Aber ich glaube, die Kämpfe werden echt heftig. Was für zwei Gegner stehen jetzt noch vor uns? Wie viel Schaden werden sie vor allem austeilen? Das ist die Frage. Das ist ja unglaublich. Mit mehr oder weniger zwei ordentlich gelandeten Attacken hat er mir über zwei Balken weggenommen. 2,5 Balken, wenn man so will. Und das bei Super Buu, der nur 4 hat. Also, ich glaube, die nächsten beiden Kämpfe werden sehr, sehr schwer. Und ich würde es nicht ausschließen, dass ich hier wahrscheinlich noch ein paar Versuche brauche. Und das auf Level 2. Ich will nicht wissen, wie das auf Level 3 abgeht. Bisher wahrscheinlich die schwerste Säule. Okay. Mystic Gohan. Mystischer Gohan. Ich mach dich auf. Ich mach dich auf. Alter. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. So, pass auf hier. Chocolate Beam. Ja, perfekt. Der hat 6 Energiebalken. Da muss ich ordentlich was gut machen. Chocolate Beam. Wie er sie so schön gelangweilt fertig macht. Ja, sieht eigentlich mehr aus wie ein Pfefferkuchenmann. Also wie ein Schokoladenmann, aber naja. Heia! So, Kumpelchen. Jetzt mache ich die platt. Es tut mir leid, Son Gohan. Ich habe keine andere Wahl. Weil du hast ein bisschen mehr Energie als ich zur Verfügung. Also muss ich dir jetzt ordentlich was abnehmen hier. Oh, Gott sei Dank. Und das könnte... Da war ich zu voreilig. Etwas zu früh. Verdammt. Da muss doch endlich mal dieser scheiß Donut hinhauen. Donut? Ist das überhaupt die Donut-Attacke? Ich habe. Ja, ich glaube ja. Galaktischer Donut. Ja, Galactic Donut. Ach, immer weichen diese Attacke einfach konsequent aus. Das ist unfassbar. Das wäre jetzt natürlich lustig, gegen Mystic Gohan in der Gohan-Absorbiert-Form zu kämpfen. Komm, machen wir.
Mach aber. Ja! Und das ist die Chance. Das ist die Chance. Boah, das war nicht annähernd so gut, wie ich gehofft hatte. Diese Attacke ist sehr merkwürdig. Ja, was soll's. Egal, wir haben trotzdem eine sehr gute Ausgangsposition und Son Gohan ist geschlagen. Tja, da machst du nichts, wenn wir dich absorbiert haben. Da würde sogar Yamchu nichts ausrichten können. Immerhin bekommen wir dafür sogar einen B-Rang. Unser bester Kampf bisher auf dieser Säule, würde ich sogar fast sagen. Und ja, aber wer? Wer steht ganz oben in der Liste? Es kann eigentlich nur einer sein. Bardock? Oh, hatte ich vergessen. Okay, dann ist es Bardock. Ich hätte jetzt auf Vegetto getippt oder so. Muss ich ehrlich zugeben, aber gut. Ja, es ist ja bisher keiner zweimal aufgetaucht in irgendeiner zweiten Form, wahrscheinlich deshalb. Gut, dann ist Bardock der König aller Saiyajins. Warum auch immer. Gut. Hey Kumpel. Komm. Schleich dich. Pissnägel. Ja, werd erstmal zu Chocolate. Chocolate Bardock. Na 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 na. Chocolate Bardock. Stirb. Ja. Wir werden immer nachsetzen. Wir lassen ihn nicht zur Entfaltung kommen. Er hat fiese Attacken wie Wilder Sinn, Sprintgespamme und Wilder Sinn. Und das ist natürlich so eine Geschichte, die wir nicht zulassen dürfen. Dieser scheiß finale Rächer vor allem. Das ist echt. Ja, eine sehr, sehr nervige Attacke, weil sie auch so lange dauert. Auch wenn sie verdammt cool anzuschauen ist, aber das ist mir egal. So. Bitte, bitte treff. Och, Meister. Das konnte eigentlich auch nichts werden aus dem Winkel. Und dennoch, man hofft ja, man ist ja optimistisch irgendwo. Denkt sich, holla die Waldfee. Ja, gut. Und ich dachte eben schon, ich habe mich vielleicht etwas zu früh weggeworbt, eben bei der Attacke. Gut, dass es dann doch geklappt hat. Ja. So, weiter draufhauen. Wunderbar. Ja, das könnte doch mal hinhauen. Na, endlich. Sehr schön. Und schon haben wir eine gute Ausgangsposition. So, jetzt bringen wir das nach Hause hier. Ja. Ich habe mich zu sehr jetzt darauf verlassen, dass ich den Donut nochmal anbringen kann. So, dann beenden wir es so. Ich wollte es irgendwie mit einer Spezialattacke beenden, aber dann mache ich es lieber auf die Art und Weise. Boah. Schwer. Das war sehr schwer. Gut, wir hatten natürlich auch einen Charakter, der nicht aufgelevelt war. Lag natürlich auch jetzt mit daran, aber wow. Das war nicht einfach. Wir haben gewonnen, Saiyajin Blut. Allmählich werden die Kämpfe wenigstens wieder spannender. Somit ist Level 2 wieder gerechtfertigt. Falls ihr bisher irgendwie gelangweilt war, tut mir das leid. Aber ich denke, die Kämpfe waren jetzt definitiv spannender. Gut. Aber was erwartet uns denn bei der nächsten Säule? Es ist ja noch lange nicht Schluss. Ultimate Battle Sea hat noch ein paar Level für uns. Und als nächstes Giants. Holy freaking shit. Battle against the huge powers. Ich glaube, das wird ziemlich böse. Gut. Und wenn es ziemlich böse wird, dann gibt es nur einen. Einen einzig wahren Kämpfer, der damit fertig wird. Ich sage, hallo Yamchu, schön, dass du hier bist. Endlich darfst du hier mal rangehen. Und dieses Mal geht es gegen deinen ehemaligen Meister.
Muten Frigging Roshi. Ja, Yamchu, wärm dich schon mal auf. Deine große Stunde hat endlich geschlagen bei Ultimate Battle Z. Heute darfst du mal der Sieger sein. Hoffe ich. Enttäusch mich nicht. Es ist... Komm, du lässt mich jetzt nicht von der... Alter. Ich lasse mich von einem Original-Kamehameha treffen. Soweit kommt's noch. Schleich dich. Oh. Erstmal. Wolfstechnik. Ja. Eine Technik, die Yamchu schon vor seinem Training bei Muten Roshi perfekt beherrscht hat. Sie hat zwar nie was gebracht. Die Wolfstechnik war eigentlich nur cool im ersten Kampf gegen Son Goku und vielleicht noch gegen Ten Shin Han. Wobei man auch da sagen muss, auch wirklich nur im Anime. Im Manga hat die Technik ja überhaupt nichts gegen Ten Shin Han gebracht. Ten Shin Han, beziehungsweise Yamchu, war ja extrem aufgepowert im Anime auf einmal im Vergleich zum Manga. Ich war ein bisschen geschockt, ich hatte damals die Anime-Folge zuerst gesehen, bevor ich den Manga kannte, vom Kampf zwischen Yamchu und Ten Shin Han. Und war ein bisschen entsetzt, wie leicht Yamchu gegen Ten Shin Han verloren hat im Manga. Das war schon wirklich bitter. Weil das war halt einfach Yamchus bester Kampf in der gesamten Serie und im Manga war er einfach nur schwach. Naja, so ist es halt. Der arme Yamchu darf irgendwie, im Manga hat er generell ganz, ganz wenig Gutes sehen. Seine besten Szenen, auch die in Dragon Ball Z, sind auch tatsächlich alle im Anime. Ob das nun gegen Rikum ist, das kommt ja im Manga so nicht vor. Oder sein Eingreifen gegen Perfect Cell. Ich würde sagen, das waren Yamchus beste Szenen in Dragon Ball Z. Oder Dragon Ball Z. Und ja, die gab es auch nur im Anime. Man könnte fast sagen, Yamchus einziger Kampf im Manga aus der Dragon Ball Z-Saga war eigentlich wirklich gegen den Pflanzenmann. Ach, er tut mir ein bisschen leid. Akira Toriyama verspürt einfach keine Liebe für Yamchu. Er ist mehr so ein Anhängsel. Und deswegen wird es doch Zeit, endlich mal Yamchu gebührend zu empfangen, gebührend Screentime zu geben und endlich mal siegen zu lassen, auch wenn das gegen Muten Roshi hier gerade ziemlich lange dauert. Weil es natürlich die Gegner auch ziemlich aufgepowert sind. Und ja, ziemlich viele Energiebalken und so weiter haben und das macht die Sache natürlich nicht leicht. Deswegen dauert dieser Kampf jetzt auch schon ziemlich lange. Und ich habe auch schon ziemlich viel Energieattacken eingesetzt. Nur eines fehlt noch. Das Kamehameha. Dass das noch getroffen hat. Wahnsinn. Ah, Yamchu ist der Wiener. Wow, Yamchu. Genau. Hallo, Yamchu. Hallo, Yamchu ist der Wiener. Hat er einen C-Rang. Mehr verdient er nicht. Ja. Aber immerhin ein Level. Mehr Level für Yamchu. Ja. Das wünschen wir uns doch alle. Yamchu braucht einfach mehr Liebe, mehr Level, einfach alles. Oh mein Gott. Es ist Super Trunks. Es ist Super Trunks. Es ist Zapdos. Es ist schon wieder Zapdos. Ihr habt euch Shazow wieder gewöhnt, weil ich gerade von Zapdos rede. Das war ja damals sein Spruch. Ihr habt euch Shazow mal wieder gewünscht. Ich glaube, ich muss den Kämmer wieder anschreiben. Tatsächlich. Das wäre hier vielleicht nochmal... Ich will es noch nicht versprechen, weil ich ihn selber noch nicht gefragt habe. Aber vielleicht können wir es realisieren, dass er hier mal mit dabei ist. Aber wie gesagt, ich habe ihn selber noch nicht gefragt. Das ist jetzt hier komplett spontan. Muss ich ihn mal fragen, wenn ihr ihn euch wünscht, dass er vielleicht mal wieder bei 2-3 Ründchen dabei ist. So als Gastkommentator. Keanu darf dann meinetwegen auch wieder sein Essen absorbieren. Er ist ja irgendwie Dauergast bei meinen Dragon Ball Let's Plays. Also mit dieser Tradition kann man eigentlich fast schon sagen, wollen wir ja auch nicht brechen. Aber, ja, Shazow wäre auch mal wieder fein. Ich wollte generell mal wieder was mit dem Kerl machen. Ich finde das auch schön, wie er sich immer noch reinkniet. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe immer noch den höchsten Respekt vor ihm. Er war ja auch einer von denen, die ich damals geguckt habe, wo ich mit dem Let's Playen angefangen habe. Ich habe ihn ja tatsächlich... leider relativ spät erst kennengelernt, obwohl er relativ früh mit dem Let's Playen angefangen hat. Erst Ende 2009 habe ich ihn kennengelernt. Und war auf jeden Fall immer
ein Stück weit von der Kreativität her immer ein Vorbild für mich. Wirklich einer, ein Let's Play-Kollege, den ich immer sehr geschätzt habe. Das muss ich definitiv sagen. Ich finde es toll, wie er sich immer noch reinkniet, weil es geht ja bei seinem Kanal leider auch nicht mehr so voran. Was ich sehr, sehr schade finde, weil er hat definitiv mehr verdient. Er hat ein wahnsinniges Talent. Ich finde es sehr unterhaltsam. Aber dafür, das stelle ich bei ihm auch immer wieder fest, eine sehr, sehr schöne Community hat der Kerl. Wirklich sehr, sehr treue Leute, die schon jahrelang bei ihm dabei sind, die ihm auch immer noch die Stange halten. Die Stange. Entschuldigt. Ja, das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist so bei ihm so ähnlich wie bei mir. Man wächst vielleicht nicht mehr so. Oder man wächst vielleicht sogar gar nicht mehr. Aber dafür hat man halt noch diese treue Stammzuschauerschaft. Das ist auch interessant. Ich merke es jetzt hier bei diesem Projekt, es kommen ein paar alte Leute wieder mit diesem Projekt, die vorher vielleicht nicht mehr so da waren, die jetzt gesehen haben, oh, der macht ja nach 6 Jahren mit diesem Projekt hier weiter. Die mich vielleicht auch eher wegen Dragon Ball abonniert haben. Aber ist auch interessant auf jeden Fall, was da momentan alles kommt. Also wirklich Namen, die ich entweder schon lange nicht mehr gelesen habe oder teilweise Namen, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnert habe. Die mir dann gesagt haben, ja, ich habe das Projekt früher schon geschaut. Wo mir der Name aber erstmal gar nichts sagte. Aber ich finde das natürlich sehr, sehr schön. Ah, wunderbar. Mit dem Kugelblitz-Torpedo diesen wunderbaren Kampf beendet. Ja. Also ich freue mich immer sehr über treue Communities auf jeden Fall. Was nicht selbstverständlich ist nach all den Jahren. Wenn ich überlege, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich selber nicht so in dieser Szene drin wäre, wenn ich so ein reiner Zuschauer wäre, ich wüsste nicht, ob ich mir über Jahre hinweg Let's Plays ansehen würde von irgendjemandem. Tatsächlich. Von daher finde ich das immer erstaunlich, wie lang manche Leute schon bei Let's Playern dabei sind und da immer noch gerne zugucken. Weil ich finde, da ist eigentlich so rein vom Zuschauen, muss ja eigentlich irgendwann mal die Luft raus sein. Das war bei mir zumindest immer so. Ich war eigentlich nie so lange von einem und demselben Programm irgendwie, sage ich mal, gefesselt. Ich finde das erstaunlich, wie viele Leute sich tatsächlich Leute anschauen können, die über Jahre hinweg eigentlich nichts anderes außer Minecraft gemacht haben, weil ich denke, irgendwann ist doch auch mal fertig mit Minecraft, aber gut, auf der anderen Seite, die lassen sich auch eine Menge einfallen. Gibt ja zig Varianten in Minecraft, es gibt ja auch Roleplaying teilweise bei Minecraft und so. Leider selten selten gut gemacht. Finde ich persönlich. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn ja, jetzt bin ich eine richtige Labertasche gerade, es tut mir leid. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn so Roleplay-Projekte in Minecraft gestartet werden. Ab und zu guckst du dann doch mal interessiert zu und denkst, okay, was lassen sich für eine Geschichte einfallen? Dann hörst du dazu und es klingt, als würdest du einer Reihe Jugendlicher in einer Skype-Konferenz zuhören und nicht irgendwie in einer Minecraft-Welt irgendwie gefangen. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Da ist, die Jungs sind sicherlich fähige Let's Player, aber teilweise keine guten Schauspieler. Das merkt man dann leider doch. Das ist manchmal bei Roleplay ist das halt ganz, ganz wichtig, dass du auch ein bisschen schauspielern kannst. Aber vielleicht gibt es auch da gute Sachen, das kann ja gut sein. Ich bin da ja nicht so drin in der Szene. Ich will denen ja auf keinen Fall jetzt auch allen irgendwie das Talent absprechen oder sonst was. Generell bin ich da eigentlich nicht mehr so drin, wer da gerade so ganz en vogue ist. Gibt es dann Leute wie Paluten, die ich erst kennengelernt hatte, als sie schon über 2 Millionen Abonnenten hatten tatsächlich. Das ist auch interessant. Also es geht halt wahnsinnig schnell. Ja. Und da bleiben dann die alten Hasen vielleicht jetzt immer inzwischen so ein bisschen auf der Strecke. Auf der anderen Seite, ein Gronkh beispielsweise ist auch ein alter Hase und immer noch dick im Geschäft. Also das muss man nicht verallgemeinern. So, Freezer auf die sehr lame Art und Weise. Ich habe ihn im Meer versenkt. So muss das sein. Ja, so ist Yamchu. Er versenkt seine Gegner gerne im Meer. Gut, Nappa, Ghost, nein, Riesenaffen Nappa ist unser nächster Gegner. Aber das, Leute, das werden wir uns erst im nächsten Part vornehmen. Die Giganten gegen Yamchu. Oh mein Gott. Als nächstes also ein Wehraffe gegen Yamchu. Das erinnert an den Hallo Yamchu-Part von damals, der wahnsinnig viele Aufrufe hat. Yamchu darf also mal wieder gegen einen Riesenaffen ran. Aber das, Leute, heben wir uns für den nächsten Part auf. Bis dahin!
Euer Weehawk.